Ein Problem, auf das die Forschung so unterschiedlich reagiert hat, besteht darin, dass Ulrich von dem Thylin in seiner Arabel von 4 Liebesbeziehungen gleichzeitig erzählt, beziehungsweise die Minne Arabels von Beginn an auf 4 verschiedene Referenten hingeordnet ist. Arabel liebt Tybalt, die heidnischen Götter, Wilhelm und den Christengott. Das klingt zunächst trivial, wenn man sich das Ganze als eine Beziehungsformel vorstellt, den Heidenkönig mit seinen Göttern, den Markgrafen mit Christus gleichsetzt. Und dass das eine Paar lediglich durch das andere ersetzt würde. So einfach ist es allerdings keineswegs. Vielmehr inszeniert Ulrich das Aufeinandertreffen der 4 Begehrlichkeiten als andauernden und nur punktuell, partiell auflösbaren Konflikt ausgehend vom in alle Richtungen wirkenden Mittelteil des Romans, den Schachpartien. Ich fasse die Ereignisse im Heidenland, das heißt zwischen der Ankunft Wilhelms und der Flucht mit Arabel, kurz zusammen, bevor sowohl auf Grundlage als auch in Absetzung von zentralen Deutungsansätzen der Forschung die Schachpartien im Sinne der dreistelligen Perspektive auf Minne, Sippe und Religion schon einmal in den Blick genommen werden sollen. Bei der Rückkehr der Heiden vom Schlachtfeld mit ihrem Gefangenen begegnen sich Arabel und Wilhelm zum ersten Mal. Wilhelm wird in schweren Ketten geschmiedet und als kostbares Pfand in den Kerker geworfen. Arabel lässt Güte walten und erleichtert dem Gefangenen die Beschwernis der Haft durch freundliches Grüßen und indem sie ihm die scharfkantigen Ketten weich umbinden lässt. Im 8. Jahr der Gefangenschaft will Tybalt seinen Schwiegervater Terramer auf einem Feldzug gegen den Herrscher vom Blumenland begleiten und trägt Arabel die Verantwortung für die Bewachung des Internierten auf. Während Tybalt sich rüstet, gelangen 3 königliche Witwen an den Hof, deren Männer von Wilhelm bei der früheren Schlacht getötet wurden. Der Erzähler lässt sie zu Exemplaren einer Minne Syrse werden, die die Herzen blendet, deren Lohn unbeständig sei wie ein Katzenspill und im Tod endet. In leuchtenden Farben und voller Bedauern für ihr Unglück lobt er dennoch die freudespendende Schönheit der Minnedamen, die nur noch von Arabel in den Schatten gestellt werden kann, und den Ruhm ihrer Minneritter. Das Feld, auf dem der König von Tussangule sterben musste, wird niemals wieder Rosen tragen. Die Königinnen ersuchen schließlich den Helden zu sehen, der dies vermochte. Wilhelm wird aus dem Kellerverlies geholt und den Trauernden vorgeführt. Er schildert die Ereignisse auf dem Schlachtfeld, die zum Tod der Heidenkönige führte, und auch er zollt der Würde und dem Kampfesmut allen Respekt und bedauert den Tod der Gegner. Bei Arabels Abschied von Tybalt kommt es zur Intimszene zwischen den Eheleuten, die gewissermaßen den Beginn der nun folgenden Episodenreihe, die den Mittelteil des Werks ausmacht, markiert. Eine solche wiederholt sich nämlich nach der Befreiung aus dem Kerker in einer gemeinsamen Liebesnacht, diesmal aber mit Wilhelm, wodurch die sexuelle Vereinigung mit dem einen und dem anderen Mann die Verhandlungen im Orient über die Parameter von Arabels Wechsel zu Kyburg flankieren. Nach dieser Auffrischung der Eheminne, an deren innige Gegenseitigkeit kein Zweifel gelassen wird, verstärkt Arabel die Ketten des Gefangenen. Was zuvor ein Zwiefel gewesen war, wird nun von der Minne zu Tybalt überwogen. Trotzdem verlangt sie nach einer Weile, den Helden zu sehen, lässt ihm die Fesseln abnehmen, ihn in heidnische Zwirn kleiden und bewirten. Schließlich wird ein mit Edelstein besetztes Schachbrett, ein Minne-Geschenk, aus Tenebri gebracht und die erste Schachpartie beginnt. Die Minne lenkt Wilhelm dermaßen vom Spiel ab, dass die Königin ihm bald Schach bieten kann. Als Wilhelm dann doch Arabels Turm kassiert, ist das Spiel beendet und der Gefangene wird in sein Verlies zurückgebracht. Sehr bald schon entlässt die Königin ihren Gefangenen erneut für ein Treffen. Wilhelm ergreift diese Gelegenheit, um sich über die unangemessenen Haftbedingungen zu beschweren, was er mit seinem ehrenhaften Kampf begründet, der an Ritters Trüwe und Städte nichts vermissen ließ und von dem er ausführlich, nicht ohne Stolz, berichtet. Arabel verspricht sich bei Tybalt für ihn zu verwenden und stellt ihm gar eine Verkürzung seiner Haft in Aussicht, wenn er sich zum Heidentum bekehrte, was Wilhelm selbstverständlich ablehnt. In der zweiten Partie trachtet Arabel auf Revanche und bietet ihrem Gegner Schachroch. Mit einem Seufzer entfährt Wilhelm ein französisches Gebet, das Maria Jungfrauengebot als Sühne für Evas Schuld lobt und um Hilfe für die Errettung von Arabels Seele ersucht. Die Königin, obwohl des Französischen mächtig, tut zunächst, als hätte sie gar nichts verstanden, wundert sich aber heimlich über den sonderbaren Inhalt der Worte. Das Spiel geht zu nichts weiter, aber Arabels Neugier lässt sich schließlich fragen, wie denn eine Jungfrau Mutter sein könne.
Willeheim klärt sie daraufhin über die wesentlichen christlichen Glaubensaspekte auf. Mittels des Spielbretts, der Schachfiguren und Züge illustriert er ihr allegorisch die göttliche Ordnung im Diesseits und Jenseits. Willeheim beendet den Katechismus mit einer Liebeserklärung an Arabel, die kaum von einem Mariengebet zu unterscheiden ist und auch gar nicht unterschieden werden soll. Damit ist das Schachspiel beendet. Willeheim wird in den Kerker versenkt. Arabel bewegt 4 Tage lang das Gesagte im Herzen und windet sich in Minnestricken. Ihren 4 vertrauten Fürstinnen erzählt sie, um Rat suchen, das Gehörte, rühmt zugleich Willeheims Heldenhaftigkeit, hohen Stand, Minne und Glaubensgewissheit. Die Fürstinnen raten zur Flucht und zum Glaubensübertritt, vorausgesetzt Willeheim könne ihr Sicherheit garantieren. Arabel ringt bei einem Treffen Willeheim das Versprechen ab, sie und ihre Getreuen zu beschützen, und die Sache ist beschlossen. Ein Schiff wird unter dem Vorwand, eine Vergnügungsreise nach Bornolyth zu unternehmen, vorbereitet. Mit einer Feile befreit sich Willeheim aus den Ketten. Arabel mit eigenen Händen zerrt ihn aus dem Kerker herauf. Harnisch und Schwert werden ihm ausgehändigt. Bevor nun Willeheim in Frauenkleidern heimlich auf das Schiff gelangt, wo er den Rest seiner Rüstungsteile anlegt und die Fahrt beginnt, kommt es zu besagtem Sexualakt mit Arabel. Er schließt die Schachepisoden ab, indem er die Liebesnacht mit Tybald zu Beginn konterkariert. Den Schachspielszenen brachte nun selbst Werner Schröder einiges Wohlwollen gegenüber auf. Sie seien in Anlage und Durchführung so übel nicht. In ihnen würden sich Arabel und Willeheim über 4 Wochen allmählich kennenlernen. Sie ermöglichen Nähe und anspielungsreiche Reden, als gehörten sie zum Spiel. In abwechslungsreicher Inszenierung verhandelte sie den Wachstumsprozess der Minne. In keiner Weise bewegten die christliche Botschaft und ihre Verheißungen für alle Getauften Arabel zur Flucht, sondern allein Willeheims Liebesgeständnis. Peter Struhschneider sieht demgegenüber im Schachspiel zuvorderst den metaphorischen Bildspender für jene Themen, welche die Stationen der Annäherung zwischen den Figuren und damit von Willeheims Heldwerdung markierten: Kerkerhaft, Minne und Religion. Wie diese in konkreten Spielhandeln und im Modus der Spielsprache kunstvoll ineinander geblendet werden, erweise sich im mittleren Werkteil als die zentrale Darstellungsweise der grundsätzlich geltenden Unauflöslichkeit von Minne und Religion als Dimensionen, in welchen sich Willeheims Heldwerdung ausfaltet, und aber auch ihrer nicht erst wachsenden, sondern von Anbeginn des Erzählens begründungslosen Gegenseitigkeit der Minne. Melanie Urban interpretiert die Bedeutung des Schachspiels als Objekt der Repräsentation, der Minne, des Krieges, der Kommunikation, als Gabe, der Memoria, als Metapher der Kulturbegegnung zwischen Orient und Okzident, den Geschlechtern, den Religionen und nicht zuletzt die Schachallegorie als Standes- und Heilsdidaxe. Durch diese semantische Überfrachtung, es scheint, als gäbe es nichts, was die Schachepisoden in der Arabel nicht zeigen sollten, droht allerdings die Funktion des Spiels für Histoire und Diskurs in etwa ebenso beliebig zu werden, wie durch die bloße Beschränkung auf eine szenische Strukturierungsleistung, soziale Implikationen für die Figurenkonstellation oder einen metaphorischen Bildspender mit Überblendungseffekt, der prinzipiell durch andere Bildfelder ersetzbar wäre. Christina Lechtermann zeigt außerdem in einem bemerkenswerten Versuch vor dem Hintergrund einer doppelten Raumlogik einen von Erzähler und Rezipienten geteilten Kommunikations- und einen von den Figuren einsehbaren Schauraum, wie konkrete und metaphorische Spielsprache normative Ordnung und Praxis zueinander in Spannung treten lassen. So illustriere das Schachspielen in den einzelnen Partien und schließlich die Schachallegorie nicht nur, wie Spiel, Minne und Religionsdiskurs miteinander verknüpft sind, sondern erzähle auch, wie Standesungleichheit kompensiert werden kann, wie und wer Rache üben darf, wie man Frauen beschützt, wie Ritter und Türme Schutz garantieren, wie sich Könige auf Schlachtfeldern bewegen, wer Macht im Reich hat und zur Treue verpflichtet ist. Das heißt, im Horizont von Sippenordnung, die Spielstrategie auf christlicher Seite. Insofern korrigierten sie die Differenzen im Reich, von denen der erste Teil des Romans erzählt, und ließe auf die Wiederherstellung und Demonstration von Sippeneinigkeit sowie die Reintegration des Helden und seiner Minnedame im dritten Teil vorausblicken. Nicht nur Minne und Religion sind also die Problemfelder des zentralen Romanteils, wie sie zugunsten der vollständigen Güburg-Werdung in Metaphern und Handlungen des Spiels miteinander verknüpft werden, sondern in ihm wird im Wesentlichen auch die Diskrepanz zwischen adliger Heldenidentität und Sippenkörper reflektiert und bewältigt.
Damit verliert sich nicht nur die scheinbare Beschränktheit der drei Handlungsbereiche auf die drei Erzähletappen und erweist sich die kaum zu hoch einzuschätzende Permeabilität der einzelnen Szenen, sondern verdeutlicht zudem den interpretierenden Zusammenhang zwischen den zentralen thematischen Komplexen bei Wolfram im Spannungsfeld von Freude und Leid mit dem Erzählentwurf Ulrichs, der demgegenüber mit Minne und Freude alles andere als hinreichend beschrieben ist. Es kann beobachtet werden, wie die Heiden sich über mehrere Stufen und Diskursebenen dem Fremden annähert, sich vom eigenen entfernt und komplementär die adlige Heldenaristie in Prozessen der Korrektur und Erneuerung im Verhältnis zum ersten und dritten Romanteil entfaltet wird. Vermittelt über eine multiple Semantik der Spielsprache wird nicht nur erzählt, wie die Minne auf dem Schachbrett ausagiert und zum allegorischen Spielball religiöser Offenbarungs- und christlicher Sippenlogik gerät, sondern zeigt sich im poetischen und poetologischen Verfahren des Wortspiels, wie sie in den Händen des Dichters zum Spielzeug werden kann. Bereits die Schilderung der allerersten Begegnung von Willeheim und Arabel, als der inhaftierte Held an Tybalts Hof in Todjane gezerrt wird, ist von Spielmetaphorik geprägt, welche einerseits die Minne zwischen beiden schlagartig, begründungslos und in voller Gegenseitigkeit ganz da sein lässt und andererseits einen Ausblick auf die Schachpartien, ihren Verlauf und ihr Ergebnis zu geben. Ihr Blick im Minnschach nur seht. Damit wird die kryptische Formulierung aus dem Prolog wieder aufgenommen, die allerdings von zwei Minnen gesprochen hatte. Die Minn saget hier dur Minne matt, der Minn durch fremde Minn ne gejat. Da dort auf Wolframs Erzählen vorausgeblickt wird, wie Lirb durch Lirb hier dolte Not und die Stelle somit wohl vor dem Hintergrund des Willeheim-Prologs verstanden werden soll, der die Lirb-Late-Kippfigur pendelnd in der Erwägung von Kyboks Schuld umkreist, lässt sich je nach Perspektive in der matt setzende Minne mal die eine und mal die andere erkennen. Minne saget hier durch Minne matt, der Minne durch fremde Minne bejat. In der Wiederholung des Schachmotivs bei Willeheims Ankunft werden also mit dem Triumphalen auch der fatale Ausgang des Minne-Schachspiels prospektiviert. Wie die Güburg-Seite Arabels mit der Minne zum christlichen Mann sich auch ihre Folgen, wie sie im Willeheim erzählt werden, auf der Ebene des Diskurs immer schon vorausgesetzt und mitgedacht. Und so schwankt der Erzähler hier, wie so oft, irritierend zwischen immer schon und noch nicht, zwischen Voraussetzung und Vorausdeutung sowie zwischen den Bedeutungsschattierungen von Minne und Unminne hin und her. Min des nicht wollt entbehren, Min will nu nir Min gewähren. Die zwei, die noch Unminne größet, die wird noch Min so gesürset, zwie in sie des noch ungedacht. Min sürst nu sehre gart, bis dass sie Liebe sande da, du Lieb mit Min entzunde gar, der beide Herz unvereinet, Min Lieb mit Lirme meinet, das geschach und musst nu sehen. Eine ähnlich schwierige Stelle findet sich kurz darauf. Ihr Klarheit klagt da Minne schadden, die Unminne hätt sehr überladen. Min nahm, was von ihm getüret und rieches lohnt gehüret, ihr Lohn im Minne liebestürt. Gemeint sind die französischen Damen, die daheim Willeheims Gefangenschaft in der Fremde betrauern. In der Anklage an Frau Minne, die den Tod der heidnischen Könige zu verantworten haben, bessert der Herausgeber Werner Schröder gegen A, aber mit R, Unmin in Falt durch Minhass, sindierenst was hierdurch sind Amis. Demgegenüber haben zwei Verse weiter A und R Min, aber gegen zwei weitere Handschriften mit den Signaturen WO und E, die Unminne schreiben. Unmin oder Min, den lehrest du so Minne, und ist er nicht vielwohl gesinnet, dass ihn den Min überminnet. Die Unregelmäßigkeiten zwischen den Überlieferungsträgern häufen sich auffallend und bezeichnenderweise an den Stellen, in denen es um den vermeintlichen Unterschied von wahrer und falscher Minne, also Minne und Unminne, geht. Die nächste Minne-Schachmetapher korrespondiert mit der ersten, denn wie Arabels Blicke Willeheim bei seiner Ankunft am Hof matt setzen, trifft Tybalt das gleiche Schicksal bei seiner Abreise. Nur ist es ein anderes matt. Das Urlaub sei Tybalde matt an Freuden, der er was gewonnen.
Mittels des Schachbegriffs werden die Szenen so eng aufeinander bezogen, dass sie wie zwei Seiten einer Medaille erscheinen. Was auf dem Schachspiel steht, ist dem einen Verlust und dem anderen Gewinn, nämlich Arabels Minne. Ihr Min im Minne freudelich, svi im ihr Min sieht Min verzich und so sie mit dem Helde entrann. Was wie eine lapidare Binsenweisheit klingt, sie, nämlich die Minne, setzet den nieder und den Uf, an dem Gewinne ist Minnenlof, man hat Wechselzahler zieht, entspricht eben dieser Verlust-Gewinn-Ökonomie, die mit der Spielmetapher in den Diskurs geschleust wird. Von Minne versus Unminne ist aus dieser Perspektive keine Rede. Ganz im Gegenteil, drängen im Moment der gegenseitigen Hingabe aus ihren Augen so liebevolle Blicke, dass sie gar Unminnes nitten. Nur schwach tönt als fingierter Einwurf ein kleiner Unmut gegenüber Tybalts Minnegier us Minnesinne an, die an die Minne-Ahne-Sinne denken lässt, vor der aber auch Willehalm keineswegs gefeit ist. Schließlich wird er in der jener korrespondierenden ersten Liebesnacht mit Arabel von der Liebe Wilde sogar versinnet werden. Der Perspektivwechsel auf die Seite des nichtchristlichen Ehepaares lässt den Erzähler gar bei den heidnischen Göttern auf Arabels auserlesene Schönheit schwören. Das ich will, wie ihr Göttin jechen, was wohl eher nicht ironisch zu verstehen sein wird.